Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2012. Mein Name ist Glabur, wir sind in Bahrain und wir wollen natürlich Action. Wie abgesprochen oder wie in jeder Folge gesagt, es wird erstmal 15 Minuten hartes Training. So, wie immer, dahin. Und dann, keine Aufgabe haben wir. Okay, dann geht's ab. Und Welte! Wieder komplett in der Grenze, ich fasse es nicht. Immer bis an den Anschlag, wir haben auch noch zu früh gebremst. Er ist wieder auf und volle Pulle. Hier kann ich euch nur empfehlen, selber zuzumachen, dann kann man sich da durchrollen lassen. Weil das DRS geht halt nur zu, wenn ihr wirklich auf die Bremse tritt. Hier macht ich zum Beispiel auch selber zu. Edelige Mama Maria. Das geht ja schon gut los. Ihr fragt euch natürlich, ja, jetzt hat er das alles vorher schon probiert, etc., dann ist das gar nicht interessant. Nein, die Strecken haben sich ja gegenüber von 2011 gar nicht verändert. Und aus dem Grund weiß man das halt alles noch mit dem DRS. Und da ich das Spiel wirklich gesüchtet habe, 2011, bisschen langsamer, aber 15 Minuten machen wir ja halt Training. Aber gut, wir werden sehen, wie unsere Zeiten wirklich sind. Er steht zwar sehr lange im Begrenzer, aber es kann natürlich hier fürs Infield, da wo es wirklich ein bisschen langsamer zustande geht, kann man natürlich dadurch einen übelsten Vorteil haben, wenn man mehr Grip hat. Und aus dem Grund könnte das wirklich Vorteil sein, aber lassen wir uns mal überraschen. Diesmal kriegen wir auch die Kurve. Jetzt mit ein bisschen die Hälfte des Kehrs ausbeschleunigen. Und dann geht das auch ab hier. Hülkenberg hat uns gleich geschlagen, der alte Piemann. Ja, eine Sache habe ich, es kann. Wenn ich das Video wirklich zu spät hochgeladen habe, tut es mir wirklich leid. Ich habe es leider nicht geschafft, euch in dem Sinne das Training den Tag zu geben. Schaffe ich es nicht, den Tag hochzuladen, sage ich euch jetzt so in diesem Video, dann werde ich beigehen und werde euch natürlich das Training und das Quali sofort den gleichen Tag hochladen. So wie sich das in dem Sinne gehört. Ich will ja nicht weiter in Rückstand geraten. Du schaffst eine Menge Zeit, den Sektor 2 zu verlieren. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, wir sind doch ziemlich langsam auf der Geraden. Wir werden mal zurück in die Garage gehen und werden mal auf schnelles Setup gehen und gehen mal auf maximale Höchstgeschwindigkeit und minimaler Abtrieb. Vielleicht bringt das ein ganzes Stück mehr. Dann möchte ich einmal noch mit weichen Reifen fahren. Natürlich, eine Aufgabe haben wir nicht. Achso, ich wollte euch noch zeigen. Hier, Teamkollege,
aber übertroffen. Dreimal Podiumsplätze, zweimal Siege und Qualifikation, zweimal. Da hat er einen. Schnellste Runde hat er uns geschlagen, hat er zwei, wir einen. Und Wärmepunkte hat er 0 und wir 43. So, fliegende Runde mit weichen Reifen. Daniel belegt Platz 4. Er ist Platz 4, wir sind Platz 2. Motormapping, volle Pulle. Zwar nicht gut, weil wir im Rennen dann auch gleich weniger Leistung haben. Weil hier sind ja halt alle Defekte so an. Und jetzt volle Pulle raus. Loslassen, erst. Naja, toll. Ein Kamera bringt uns das mehr. Volle Begrenzer, die anderen sind viel schneller wie wir. Das gefällt mir nicht, Leute. Also mit dem... Na, wir lassen das. Wir lassen das. Ich habe gesagt, wir fahren mit den Standard-Settings. Ich hätte jetzt gerne die Settings wirklich ein bisschen geändert, aber... Okay. Was ich ist... Boah, jetzt haben wir mal hier überhaupt gar keinen Grip. Also ich werde gleich sagen, das Rennen wird dann absolut hammerhart. Mit dem Kurzgetriebe. Vorhin das Setup war eindeutig besser. Jetzt habe ich gar keinen Grip. Zweiten Folgen sind wir hier im dritten, glaube ich, umgegangen. Guckt euch das an, wir haben null Chance. Ja, kaum voll, wir kommen auf der einen Gerade schon an den Begrenzer. Leute, ich werde das Getriebe verlängern. Also das geht ja gar nicht. Wir sind auf der Hälfte der Geraden schon im Begrenzer. Also sonst haben wir da hinten so, was weiß ich, 50 Meter, 60 Meter oder was, wo wir im Begrenzer sind. Also jetzt geht das ja gar nicht. Ich werde auf jeden Fall dieses andere Setup dann nehmen. Ja, dann nehmen wir schnell das Setup und stellen hier einen zurück. Dann gehen wir hier hin, da unten und werden auf jeden Fall das Getriebe verlängern. 307 ist Standard, wir gehen hoch bis auf 315, gleichen das alles ein bisschen an. Naja, so ist das schon optimal, würde ich sagen. So sieht das schon ganz okay aus. Es tut mir wirklich leid, ich habe zwar gesagt, ich fahre nur damit, aber das ist ja totaler Schwachsinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da haben sie Bock ein bisschen gemacht, finde ich, mit dem Standard-Setup. Mit den angefahrenen Reifen müsstest du eigentlich früher pushen können, wenn sie mal auf Temperatur sind. Das ist ja. Aber halt wirklich mal eine ganze Ecke schneller. Und das ist in meinen Augen ein Fehler. Ich werde auch wirklich nicht mehr verstellen oder so, aber ich fand das Getriebe eindeutig zu kurz. Ja.
Alter. Guckt euch das an, eine Sekunde schon schneller. Die Endgeschwindigkeit gehabt, die wir vorher auch nur erreicht haben, auf dem kurzen Stück. Wenn man jetzt überlegt, wir haben jetzt hier wieder die lange Gerade. Du bist sehr schnell in Sektor 1, aber du verlierst ein bisschen Zeit in Sektor 2. Also ich finde das schon ein gewaltiger Unterschied von der Zeit her. Der erst wieder auf und gib ihm volles Rohr. Komm, ob wir nicht noch weiter nach vorne kommen. Und das für ein Training. Fährt der Computer schon Top-Zeiten. Schumacher schnellste Runde. Das werden wir ab nächstes Jahr auch nicht mehr sehen. Einbremsen. Rausbeschleunigen, alles was geht. Ich stelle auf jeden Fall jetzt mal den Motor wieder zurück. Ja, ich finde dieses neue System, wenn man da runterkommt von der Strecke, dass man bremst. Also, sowas von Assi. Assi, mein Gott, Captain. So, und gib ihn. Jetzt haben wir natürlich schon hier das ganze Verkehrsdurch gebracht. Totaler Fehler. Und gib ihn. Ja, das war aber echt langsam. Der Computer ist wirklich saumäßig schnell. Deine Zeit in den Sektoren 1 und 3 sind in Ordnung, aber du verlierst viel Zeit in Sektor 2. Uiuiui. Ah, da haben wir einen schönen Slide hingelegt. Yeah, 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 so soll das sein. Irgendwo verhau ich zu viel Zeit. Wir hauen hier durch, ich höre irgendwie auf zu sprechen, weil ich versuche, meinen Fahrfehler zu finden, wo ich so viel Zeit verliere, weil das ist ja fürchterlich. Konzentriere ich mich gerade einfach zu viel. Das ist ja hier mal richtig Mumpitz für euch dann. Und raus hier. Du scheinst eine Menge Zeit in Sektor 2 zu verlieren. Keine Ahnung, wo ich meine Zeit lasse. Ha, wo lasse ich meine Zeit, Leute? Ja, jetzt haben wir hier einen richtigen Fahrfehler drin. Ja. Vielleicht finde ich das in der Qualifikation den Fehler. Ein wenig komisch, wo ich den Fahrfehler lasse. Na, das macht mich gerade ganz stutzig. Merkt er wahrscheinlich, weil ich sehr ruhig bin.
schneller wie hier im dritten Kiez einfach nicht. Hier beschleunige ich voll raus. Dann hier leicht anbremsen. Zweite rein, raus. Ah. Zu spät gebremst, habe ich gerade geträumt. Da ist eine Viertelstunde freies Training auch rum. Ich fahre jetzt in eine Box und dann... Ja. Macht mich gerade sprachlos, Leute, wo ich die Zeit lasse. Das ist ja mal gerade... Oh, Entschuldigung. Gerade ein bisschen der Hammer. Ja. Sagt mir mal einer, wo ich die Zeit gelassen habe. Spricht mal einer mit mir hier. Kann ja wohl nicht sein. Nein, Scherz beiseite. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, bei dem Rennen werde ich mal so richtig abknusen. Aber das werden wir sehen. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, F1 2012 bei der Qualifikation. Vielleicht solltest du raus.